Adler Mannheim, einer der renommiertesten Eishockeyvereine Deutschlands. 6-mal deutscher Meister und 2-mal deutscher Pokalsieger. Nicht schlecht, dachte sich auch Frank. Also ich fing ganz klein an, habe einfach das Eishockey im Fernsehen gesehen und wollte eigentlich schon immer, habe ich mir gewünscht, Profisportler zu werden. Jetzt nicht genau Eishockey, aber es kam halt einfach später dazu. Ich habe dann halt immer viel trainiert, war immer im Training. Dann wurde ich halt von den Jungadlern entdeckt, bin dort mit 15 ins Eishockey-Internat gegangen. Mit 18 habe ich dann einen Vertrag bei den Adlern unterschrieben. Da bin ich hier mein Stammplatz seit diesem Jahr. Und wer den einmal hat, will ihn auch nicht mehr so schnell hergeben. Deswegen muss Frank auch jeden Tag ziemlich hart arbeiten. Ich stehe um 8 Uhr auf, dann bin ich um 9 Uhr in der Eishalle. Danach kommt so ein kurzes Warm-up mit der ganzen Mannschaft. Dann um 10 Uhr gehen wir aufs Eis. Wir haben meistens so eine Stunde, eine Viertelstunde Training. Ab und zu haben wir danach noch ein Krafttraining. Dann gehe ich meistens Mittagessen oder sich mit ein paar Leuten aus der Mannschaft, mach mal irgendwas, gehen kurz in die Stadt einen Kaffee trinken. Auch privat läuft also viel zusammen mit den Mannschaftskollegen. Und wenn das funktioniert, läuft es auch auf dem Eis. Ja, es geht eigentlich immer nur um die Mannschaft, um Einzelne. Da ist nicht viel Platz für Egoisten oder so. Da hast du eigentlich wenig in den Sport. Vor allem dann bist du im Teamsport eben verkehrt, wenn du nur an dich selbst denkst. Die Mannschaft, die steht dann am ersten Platz. Und was mit der Mannschaft passiert, ist eigentlich im Großen und Ganzen das Wichtigste. Klar, wenn du persönlichen Erfolg hast, ist natürlich auch was Schönes. Aber letztendlich bist du ja hier, um mit der Mannschaft eine Meisterschaft zu gewinnen und nicht alleine. Das geht ja eben gar nicht. Manche haben mit 20 vielleicht schon ihre Ausbildung fertig und arbeiten im Betrieb. Andere kämpfen sich noch durch den langwierigen Uni-Alltag. Frank verdient in dem Alter schon richtig gut Kohle. Das Gehalt ist also für einen 20-Jährigen, kann sich sehen lassen auf jeden Fall. Aber es ist halt nicht so, dass man kann den Sport ja auch nicht so lange ausüben. Er ist eben zeitlich begrenzt. Und nicht jeder kann danach irgendwie im Eishockey-Geschäft dann bestehen bleiben, sondern man muss auch schauen, dass man sich anderweitig irgendwie orientieren kann am besten. Und bei mir ist dann halt so, ich möchte jetzt demnächst anfangen, mal an der Fernuni zu studieren oder ich schaue mich jetzt um nach Studiengängen. Da hast du dann, wenn du dann vom Sport abtrittst oder eben aufgrund von Verletzungen nicht mehr spielen kannst, dass du wenigstens was in der Hand hast, worauf du aufbauen kannst. Eiswagenfahren bis zur Rente wäre ja auch ein bisschen langweilig. Aber bevor es in den Ruhestand geht, wird erstmal noch richtig ordentlich Sport gemacht. Dazu gehört natürlich auch die richtige Ernährung. Ja, ich meine, wenn du halt Profisport betreibst, dann solltest du nicht unbedingt 20 Kilo zunehmen innerhalb kürzester Zeit. Und das, glaube ich, ist auch gar nicht möglich. Aber halt, jeder Sportler legt halt großen Wert auf Kohlenhydrate, auf Nudeln, Fleisch, was ich Salat. Halt, dass mal ausgewogen ist, denke ich, da achtet jeder schon von sich aus selber drauf. Auch was das Saufen angeht, gibt es für die Profisportler von den Adler Mannheim klare Regeln. Alkohol kann man auch in Maßen ab und zu mal, aber ich denke, für einen Sportler, der halt eben beruflich damit sein Geld verdient, sollte der Alkohol nicht so an der Tagesordnung stehen. Und ich denke, das würde auch nicht toleriert werden vom Verein. Aber auch ohne Alkohol kann es ja durchaus mal lustig sein. Und auch eine Beziehung ist neben der Arbeit im Team für Frank noch möglich. Ja, also fürs Privatleben habe ich schon noch genug Zeit. Ich bin jetzt selber seit einem Jahr vergeben. Und ja, man hat zwar etwas weniger Zeit aufgrund des vielen Rumreisens und des vielen Trainings, aber letzten Endes ist es wie bei jedem anderen Beruf auch, der zeitintensiv ist, da schafft man es auch, dass man noch eine Beziehung unter einen Hut bringt. Sich jedes Wochenende für seine Tore feiern lassen, seine besten Freunde auf einen Kaffee treffen und dazu noch genug Zeit für die Freundin haben. Frank genießt sein Leben als Profi-Eishockeyspieler. Nicht zuletzt wegen einer entscheidenden Sache. Noch ein guter Vorteil vom Profisport ist halt eben, dass ich jetzt beispielsweise eine Wohnung gestellt bekomme oder auch ein Auto und das ist halt sehr hilfreich fürs Privatleben. Deswegen denke ich, dass es ein schönes Leben hat, sein Hobby einfach zum Beruf zu machen. Das, was man einfach gern macht, man kommt gern zur Arbeit. Man tut sich körperlich betätigen, also das ist das, was mir halt sehr gut gefällt einfach. Und deswegen ist es für mich schon mein Traumberuf.